Und herzlich willkommen zu einer neuen Assassin's Creed 2 Aufnahme. Ich bin der liebe Shedai. Und ich muss jetzt mal dringend Assassin's Creed 2 aufnehmen, da ich nur noch 2 Tage zum Hochladen habe. Also Folge 93 und Folge 94 für Mittwoch und Folge 95, 96 für Donnerstag. Ich muss jetzt dringend was Neues aufnehmen, sonst habe ich nichts mehr. Und dann kommen wieder einige Tage nichts und das wollt ihr ja nicht und ich ja auch nicht. Deshalb muss ich jetzt mal einfach aufnehmen. Sammeln wir direkt die Kiste ein. Ja. Ich habe die letzten Tage ein bisschen Tomb Raider aufgenommen. Ich habe jetzt eine ganz andere Steuerung im Sinn. Verdammt. Ich muss jetzt mal ein bisschen wieder klarkommen hier. Moment. Den werde ich mal kurz kontern. Oder auch nicht. Na los, komm. Wie ging das denn nochmal? Eigentlich so wie ich gerade. Hier aufs Maul. Oder aufs. Ah. Ich hab mich verschlechtert. Na toll. Hab ich mal ein paar Tage keine Assassin's Creed aufgenommen, weil ich nämlich so viel auf der Platte hatte. Ich habe jetzt eine Woche nicht mehr Assassin's Creed 2 gespielt, glaube ich mal. Naja, außer natürlich. Doch, okay, ich habe Offscreen habe ich gespielt, weil ich ja die Nebenmissionen gemacht habe. Ist alle Nebenmissionen in jeder Stadt jetzt fertig? Hoffe ich doch, dass es auch so bleibt. Nee, natürlich nicht. Ja, kann ich wieder eine neue Nebenmission. Okay. Kommen jetzt immer wieder neue dazu, oder wie? Ich hätte eigentlich alle gemacht. Na okay, dann habe ich wieder welche. Cool. Ha. Aber die werde ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt mit der Hauptquest weitermachen. Wie viel Geld habe ich denn? Salve! Salutatemi, Messer Ugo! 178.000 habe ich wieder, ja genau. War so ein, zweimal, glaube ich, mal bei Monterey Gundert ein bisschen Geld abgeholt. Jetzt kann ich mir neue Sachen kaufen. Villa-Rahmen, noch ein paar Rüstungen muss ich kaufen. Was noch? Ja, Schwerter, Waffen auch noch, aber sonst so. Also mal hier beim Schneider, was gibt's denn hier so? Mal kurz gucken. Beutel gibt's gar nichts mehr. Und hier gibt's halt diese Türkisfarben und so. Ja, blau und so. Oh, gut. Das möchte ich nicht. Ich bleibe bei Schwarz. Das sieht so awesome aus, ey. Oh ja. So, könnte ich ja mal kurz nochmal beim Schmied. Da vorne ist einer. Vorbeischauen. Reparieren, müssen wir da was machen? Nein, Rüstungen kaufen, gibt's da unten was? Cool. Genau, das brauchen wir auch noch. Was? Minus 8? Boah. Also so viel stärker ist also die Altair-Rüstung. Wow. Aber ich muss es jetzt kaufen, weil ich da brauche für die Sammlung. So, Waffen, was gibt's hier? Nichts. Kleine Waffen gibt's auch nichts. Munition habe ich alles voll. Und dann gehe ich mal weiter. Wert plus 600. Wow. Wollte ich gar nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts vorbereitet für die Aufnahme. Also überhaupt nichts. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Oder. Ich habe jetzt auch keine Themen, so wie immer. was gibt's denn noch so? Wieso hat der hier eine Kiste? Müsste der nicht irgendwo hier Handstand machen? Naja. So, da müssen wir hin. Mache ich das jetzt? Was ist das denn hier? Achso, hier kann man sich jetzt so Masken kaufen oder wie, also. Wie jetzt nicht, aber halt andere normale Bürger, also ist alles ein bisschen mehr Karnevalmäßig jetzt hier überall. Bin ich im Karnevalviertel? Ja, bin ich. Ja, was konnte ich denn? Ich könnte mal zum Kunsthändler gehen, ein paar Bilder kaufen und ja, mal sehen, was denn die Hauptquest von uns will. Wer wohnt hier? Keine Ahnung. Mal gucken. Wahrscheinlich jemand, den wir noch nicht kennen. Wir klopfen mal an.
Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld Nun, gestohlen! Messer, Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Boah, na warte. Damen in Not, oh ja. Das kann ja nicht sein. Was für ein mieses Schwein das ist. Na warte. Wo ist der Penner hingerannt? Das gibt's ja nicht. Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf. Den erschießen wir. Hallo, darüber. Zwing mich nicht nochmal zu töten. Visieren uns. Freie Schussbahn geht aus dem Weg. Bam! Ich muss hier verschwinden. Penner, ey. Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Ja? Hallo? Hey, ignorier mich nicht. Ich hab dich gerettet. Naja. So ein Schwein, ey. Die Leute hasse ich ja richtig, ey. Oh, Mann. Na gut. War das jetzt die Mission? Wir gehen jetzt wieder zurück, okay. Mann, die Arme, jetzt ist sie bestimmt tot oder so, wa? Ich hasse sowas. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Das ist doch wohl das Leichteste, oder? Nonnenweisheit mit Theodora über Marco Barbarigo sprechen. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja. Vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Moment, das gucken wir uns an, bevor wir hier weitermachen. Das ist Theodora, genau. Sie hat einen interessanten Glauben, ja. Okay. So, gut. Neuigkeiten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen. Na, gibt's noch was zu sagen oder kann ich weiter reden? Signori e Signore, kommt her, kommt her. Die Spiele des Karnevale sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser?
In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Hört sich interessant an. Na dann, wenn wir mal die vier Spiele gewinnen. Leichtigkeit. Entschuldigung. Signori, Signori. Dies mag die leichteste Herausforderung sein oder die schwerste. Ein Spiel um Charisma und Charme. Kommt näher, kommt näher. Wer wird den Preis gewinnen? Ich. Willkommen. Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen. Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Oh, wie süß, jetzt können wir Viper hinterher rennen, ist ja cool. Okay, mehr Schleifen von den Damen im Karneval sammeln, Karnevale sammeln, als die Mitstreiter. Na gut. Nein, nein, rennt mal vor mir weg, ich komme euch hinterher. Oh Mann. Wo sind die denn, die Süßen? Da hinten ist einer. Ach, die werden ja auf der Karte angezeigt. Da. Wie sammle ich die denn? Muss ich jetzt irgendwas drücken? Oh, ich bin ja bescheuert. Wie sammle ich die denn? Mann! Hey, so. Süße. Hallo, meine Damen. Nein, 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 nein. Na, sieht man auch irgendwo einen Zwischenstand, ob ich jetzt vorne liege oder nicht? Ich stelle mich ein bisschen blöd an irgendwie, aber ich weiß echt nicht. Ich drück doch eigentlich die Taste. Wie hübsch ihr heute. Ich versteh's nicht. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Wie geht's dir, Ben? Habt ihr etwas verstanden? Jetzt habe ich's verstanden. Jetzt habe ich's verstanden. Ah, so geht das, okay. Hab's gescheckt. Darf ich mich zu euch gesellen? Komm her, Schnucki. Hey, hallo, meine Süße. Na, komm. Ja, komm her. So, wie viel haben wir denn noch 5? Okay, hier sind die 5. Darf ich mich zu euch gesellen? Na? Okay, jetzt müsste einen nur noch fehlen irgendwie. Da! Nein! Hier treibt sich ein Taschendieb herum! Passt auf! Hä, wie Taschendieb? Ich. Tötet mich nicht! Ich. Nimm doch nur eure Schleifen! Hilfe brauchen. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Ah, jetzt habe ich schon 28 sogar. Na ja, okay. Wir haben einen Sieger! Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Yippie! So, und jede Schleife, wenn wir jetzt genau derselben zurückgeben und die zu einem Date einladen. Genau. Singe ich etwa so schlecht? Okay, was machen wir als nächstes? Das da hinten, glaube ich mal. Frisch gefangene Egel an alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Warum sind jetzt die ganzen Übungen so weit auseinander? Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, da und da oben. Na gut.